Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Cities in Motion. Ich hoffe, man hört mich gut, weil mein Mikrofon spinnt gerade etwas. Ich hoffe aber auch, das sieht die Zeichnung gut auf. Ja, also, zweite Aufnahme von Cities in Motion. Und ich muss zugeben, die Let's Play Aufnahme ist kaputt. Ich möchte es nicht reinschauen, ich war gerade drinnen. Und ja, alles weg. Wirklich alles weg. Und ja, das ist scheiße. Und vielleicht schafft dann mal das. Vielleicht recht kann ich es wohl retten. Aber ich mache ein neues Spiel. Und zwar machen wir jetzt eine Kampagne. Und ja, man sieht es schön, ich habe hier vier. Einmal die zwei normalen, dann DLC für die deutschen Städten und DLC für Tokio. Ich weiß nicht, ob ich in der Let's Play Aufnahme schon mit meiner DLC das gesagt habe, aber ja, ich habe noch gar nicht nachgedacht, weil ich habe vor ein paar Minuten beschlossen, dass ich aufnehme. Ja, ich hoffe, meine Stimme kann ich nicht gut verstehen, weil mir dröhnt das alles gerade voll zu, aber ich habe jetzt keine Lust zu umstellen, ich kann mal das auch so, also ja. Und ich spiele auch ein bisschen mit Topolen. Warum? Kenne ich. Ja, tolle Ausrede. Ja, wieder mal das ganze Mal ein Logo, ich weiß gerade nicht, welche Farbe ich genommen habe. Und habe ich schon gesagt, die Setbox ist Pippin. Ne. Okay, spielen wir normal. Ja, anscheinend spielen wir normal. Ja, und das muss jetzt wieder laden. Ich mache sie beim Let's Play. Einmal laden, danach starte ich gleich wieder rein. Außer wir machen ein neues Szenario, dann glaube ich schon, dass ich euch das zeigen werde. Das muss ich mir noch überlegen. Ja, und ich würde sagen, ich schieße mal vor. Szenario 1, Berliner Fundamente. Berlin, eine emsige Stadt voller Gelegenheiten und Herausforderungen. Die Bürger mussten in letzter Zeit viele Veränderungen ertragen und jetzt ziehen sie sich nach Ruhe. Sie möchten lediglich eine schöne, friedliche Stadt, in der sie sich zu Hause fühlen können. Damit das möglich ist, müssen sie bei der Fertigstellung des öffentlichen Nahverkehrsnetzes helfen, damit Berlin ähnlich eine moderne Stadt voller betriebsarmer, glücklicher Bürger wird. Entschuldigung, wenn ich den verlese, aber ja, das mache ich nicht so gerne. Ja, was möchte ich eigentlich noch sagen? Genau, ein Terraria-Let's Play, das sage ich einfach so jetzt mal. Hier, mittendrin, soll ich ein Terraria-Let's Play machen? Ich erwarte zwar kein einziges Feedback, aber mir egal, ich frage es trotzdem. Ich hatte nämlich keine Abonnenten, denn ich glaube, ich habe jetzt drei Abonnenten. Einer mein alter Kanal, einer mein Freund. Einmal noch mein Freund dazu. Hab ich... Weil YouTube sagt ersten. Mein Freund sagt, er hat mich abonniert. Das wäre dann mein vierter Abonnent, aber er scheint nicht auf. Bei den anderen Abonnenten, und ihr werdet euch nicht auskennen, aber ja. Und dann gibt es auch ein Ding. Angeblich kenne ich ihn, aber ich weiß nicht, wer er ist. Und jetzt bitte abonniert dich, weil ich... Es nervt. Ganz einfach, ich sag's raus, ich bin aber geil und es nervt, wenn man Let's Plays aufnimmt und kein Mensch schaut eigentlich, ja okay, ich habe mein Minecraft Multiplayer 80, 90 Aufrufe sowas, aber keinen Abonnenten und das ist halt auch dann schon etwas traurig. Ich möchte gerade auf die Uhr schauen, es ist nämlich jetzt 10:30 in der Nacht, 10:55. Der Nacht, ja, und ich weiß, was davor gestanden ist. Spiel gespeichert um 21.01.2014. Da haben nämlich meine alte Aufnahme her. Vielleicht bekomme ich ja nochmal die Aufnahme rein. Vielleicht will ich alles nach. Ich muss mal schauen, bitte. Wahrscheinlich wird es ein neues Let's Play werden. Eine neue Aufnahme. Ja. Was kommt da noch? Ja, wahrscheinlich wird das Minecraft Multiplayer jetzt... Ich nehme jetzt ein Infovideo einfach draus.
Ich möchte nicht wissen, wie lange schon liegt. Egal. So. Ich rede, mache ein Info wieder draußen, mir egal. Wahrscheinlich wird das Minecraft Multiplayer Let's Play. Tschüss sagen, finito, goodbye. Es kommt bald meine Multiplayer Welt Show und das ist auf der Welt von unserem Multiplayer Let's Play. Es wird mein, was ich im Hinterstübchen habe, habe ich nach Minimum besprochen. Skype Together. Auf das würde ich mich freuen, das würde ich auch gern machen. Würde es gern machen, jetzt. Vielleicht irgendwas mache ich, weiß auch nicht, über an Hamachi-Surf vielleicht erstellen und das machen, wie viel ich weiß nicht, ja, die Mission kann starten. Achso, und genau, jetzt erst wieder, was ich sagen wollte, falls es in den Videos irgendwann mal Asynchronität geben sollte, ich entschuldige mich jetzt gleich dafür, ja, Szenarienstruktionen. Aber bitte, guter Mann, kein Grund für Formalitäten, lassen Sie mich in meiner schönen Stadt willkommen heißen. Ich, der Generalmajor von Oppensdorf, Oberbefehlshaber von Berlins öffentlichen Verkehrsnetz. Ich habe ein gutes, solides und funktionierendes System aufgebaut, aber leider ist es für eine viel kleinere Stadt ausgelegt. Es muss unbedingt erweitert werden, um moderne Standards zu entsprechen. Soll ich was sagen? Ein miseres Netz gibt es nicht. Ich sag's, wie es ist. Ein miseres Netz gibt es nicht. Und ich erkläre euch gleich warum. Ja. Verbindungsarbeit. Unsere Zielvorgabe ist es, die existierenden Linien optimal einzusetzen. Ein paar lokale Linien wurden bereits gebaut, müssen aber noch miteinander verbunden werden. Und ich bin mir nicht sicher, wie wir das angehen sollen. Können Sie diese Anschlussarbeiten wohl für mich übernehmen? Eine neue Linie wäre wohl der beste Weg. Vielleicht eine, die sich mit einigen der bereits existierten Haltestellen kreuzt. Positionieren Sie die neuen Haltestellen doch so, dass das alte Netz ergänzen. Sie können die Fahrzeuge frei wählen, aber ich würde Ihnen Busse empfehlen. Ja, ich würde sagen, wir lehnen ihn wirklich ab. Nein, geht ja dann nicht in den Hauptaufgabe. So. Störung. Ja, und habt ihr wahrscheinlich gehört, das war meine Schwester, denn ich muss alles auf unseren Schnapp-PC aufnehmen. Meine Schwester sitzt mehr oder weniger neben mir. Ja, und so sagt man, also, warum ist das super mies? Ganz einfach, Ringlinie. Macht überhaupt Gewinn? Ich glaube schon. Aufgaben. Nein. Macht jetzt mal Gewinn. Schließlich. Ich schalte mal auf Pause. Linie 2. So. Macht die Gewinn. Nee. Okay, kein Wunder. Ja. Ach, der macht Gewinn. Ja, Problem. Warum würde ich es nicht so machen? Okay, eigentlich geht's schon. Hier. Umdrehen. Auch jetzt kein Problem, wie viel Kapazität hat der 10? Hier schauen wir mal. Ja, passt eigentlich schon alle rein. Jetzt noch, wenn wir mal verbinden, dann wahrscheinlich nicht mehr. Carambosa. Wir haben jetzt 20.000 zur Verfügung, machen aktuell ein schönes Minus. Und jetzt das Geld verbinden und fangen gleich extremst an. Und zwar den Bahnhof verbinde ich mit dem Berliner Tor. Okay. Die Frau, da wollte ich dann klicken. Und wir machen gleich mal einen Test. Oder ich mache einen Test. Und nein, das Brandenburger Tor können wir nicht durchfahren mit der Straßenbahn. Das gefällt mir nicht, aber egal. Ich brauche jetzt mal eine Linie, die mal nur da geht. Und ich glaube, ich mache es, wie ich es gemacht habe, wie ich alleine gespielt habe. Glaube ich. Warte mal, wie habe ich das gemacht? Ah, genau. Da habe ich hier die ganzen Haltestellen gebaut. So, also. Nee. Ja, ich werde das auch ziemlich so machen, was ich privat gespielt habe. Also, nur dass ich nicht sage, ja, ich mache das so und so, das kenne ich schon. Nur das bitte nicht.
Ich weiß jetzt auch schon ein bisschen was, was da auch den... Kommen wir dann in den Instruktionen?